Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Heute Hello. Sind wir beim Technorama in Winterthur. Hinter uns sieht man die Busstation und hier das Technorama von Weitem. Ja, also als Kind war ich auch schon hier drinne, aber keine Ahnung mehr, was hier alles gewesen ist und was man hier wirklich erlebt. Und deswegen würde ich mal sagen, gehen wir mal rein. So, wir haben jetzt für uns beide Tickets gekauft. Pro Person hat es wie viel gekostet? 2 Franken hat es gekostet. Also pro Person hat es 35 Schweizer Franken gekostet. Ja genau, und eigentlich meine ich mit den 2 Franken das hier, und zwar das Schließfach, was wir benutzen. Ja. Musik! Wie random. In wenigen Minuten beginnt Sigis phänomenale Sauerstoffshow in der Science Arena im 1. und 2. Obergeschoss. Leute, das heißt, wir müssen los, schnell! Super. Finally. Und die Null bitte. Jo, und wir sehen uns gleich wieder. Ja, wir wollten welchen Stock? Ja, wir wollten in den 0. Stock mit dem Lift, aber wir haben beide nicht gecheckt, dass der 0. Stock eigentlich unser Stockwerk ist. Jetzt zählt er durch. Diesen Effekt kann ich verstärken, indem ich das Wasser aus dem Zentrum rausnehme. Und wir schauen uns einmal an, ob es möglich ist, das Wasser komplett aus der Mitte rauszudrücken, sodass es hier hinten staut und in der Mitte nach oben geht. Und ihr seht jetzt schon, dass das möglich ist. Durch die Zentrifugalkraft wird das Wasser nach außen gedrückt, geht hier nicht mehr weiter, deshalb staut es nach oben. Physik ist wirklich sehr beeindruckend. Gehen wir weiter. Wow, das ist so beruhigend. Okay. Und, was siehst du? Dass ihr ganz kurz seht, was ich gesehen habe. Absolut nichts. Ich bin hypnotisiert. Wow, Strüche! Digga, jetzt bin ich riesig. Und jetzt? Wieder mega klein. Oh, wie ist denn das möglich? Was willst du? Ha? Sag schon, was schaust du mich so an? Frechheit! Denkst du, ich schaff das? Glaubst ja, du an mich? Ich denke schon. Okay. Scheiße.
Voll verkackt. Moment. Wir gehen jetzt mal kurz noch zu den Schließfächern, weil ich habe mega Hunger. Ich habe mein Portemonnaie leider im Spind vergessen. Deswegen, ja, gehen wir kurz nach vorne. Bis gleich. Jo Leute, meine Freundin hat mir gerade mein Portemonnaie geklaut. Ich muss dringend hinterher. I'm hungry. Wir gehen jetzt was essen. Leute, wir essen jetzt mal ganz kurz diesen Karottenkuchen und Brezel und sehen uns gleich wieder. Leute, wir sind fertig mit Essen und sind auf dem Weg wieder ins Technorama und mal schauen, was es sonst noch gibt. Ich habe das Gefühl, ich drehe mich die ganze Zeit und bin einfach kopfüber. What the fuck? Oh Gott, Alter. Zweiter Versuch. So sehen wir aus. Model. Da kam ein bisschen zu nah. Wenn ich durch die Brille schaue, dann sehen die Flugzeuge so im Schatten wie echte Flugzeuge aus, also wie 3D. Da sieht man einmal. Bea durch dieses mega lange Ding. Mega vergrößert. Jo Leute, wir sind jetzt beim zweiten Stock ebenfalls fertig und sind jetzt auf dem Weg wieder in den Stock 0 und haben gesehen, dort hat es noch irgendetwas, wo man reinlaufen kann und schauen wir uns jetzt gleich mal an. Jo Leute, wir haben jetzt gerade noch den -1-Stock gefunden. Der ist mir gar nicht aufgefallen und hier sind überall Modelleisenbahnen. Und jetzt mal so als Eisenbahnfanatiker, was ich aber nicht bin. Aber wenn du jetzt einen wärst, dann wäre das natürlich mega, mega spannend. Und ja, also mich spricht es dennoch an. Und ich finde es auch mega interessant, wie das alles in Miniatur gemacht ist. Okay.
Also, das war's mit unserem Video. Es hat so viel Spaß gemacht. Wir haben heute so viel gesehen und wir durften so viele Sachen ausprobieren, experimentieren. Und ich würde das wirklich jeder Familie oder jedem Single empfehlen. Kommt hierher in Winterthur ins Technorama. Das ist wirklich ein Erlebnis. Ja, und ich muss sagen, also als Kind war das nochmal ganz was anderes. Aber als Erwachsener, es ist schon dennoch extrem cool, weil es hat sehr viele Sachen, wie ihr gesehen habt. Man versteht mehr als Erwachsener, als Kind. Genau. Als Kind hat man eher so Spaß und wenn man älter ist, dann versteht man mehr, wie das funktioniert, das Ganze. Aber ihr müsst selber hierher kommen. Genau. Und wir wären eigentlich mal dankbar, wenn ihr in die Kommentare schreiben könntet, ob ihr auch mal hier wart oder ob ihr auch mal herkommen wollt. Habt ihr Lust jetzt? Genau. Und was wir als nächstes machen könnten, weil wir brauchen haben, Ideen. Ja, wir haben nicht ganz so viele Ideen, aber haben natürlich schon welche. Falls ihr Lust auf mehr solche Videos habt, dann bitte abonniert uns, lasst ein Like und aktiviert die Glocke. Und ich wollte einfach noch sagen, bitte klickt auf das nächste Video hier oder hier oder hier oder hier genau. Oder hier irgendwo. Wenn ihr unser letztes Video noch nicht gesehen habt, wir waren bei der Fastnacht und ja. Also dann macht's gut und tschüss. Tschüss.